Und dann lasst uns einfach mal zur Schattenküste reisen. Oh, ich bin ja aufgeregt. Auf zu neuen Ufern. Westliches Ashra. Schattenküste. Also, wenn wir die Küste entlang laufen, machen wir einen riesen Umweg. Ich guck schnell. Vielleicht geht's landeinwärts auch weiter. Gev, unser Speer. Unser drittes und viertes Auge. Bitte antworte mir ehrlich. Du hast dir die Esper genommen, nicht wahr? Woher weiß der das? Ja, habe ich. Sie wollte es so. Oh no, er gibt uns seine. Sie wollte es so? Du hast dich dazu entschlossen, die Welt ganz allein zu retten. Sie wusste, dass du sonst sterben wirst. Wie konntest du ihr das antun? Du wusstest genau, dass sie macht, was du willst. Aber ich nicht. Hör auf, uns auszuschließen, Clive. Das hier ist unser Gefecht, nicht deins. Der Haken kam jetzt überraschend. Ich habe es getan, weil ich das Richtige tun wollte. Du denkst wirklich, dass du sie brauchst, um alle zu retten? Das tue ich. Wie du meinst. Nur vergiss nicht, du bist nicht allein. Ich habe uns einen Weg gefunden. Mir ist was entgangen, oder? Nein, nein. Nein, nein. Das Auge war schon vorher blau. Joshua jedenfalls nicht. Ah, Geschwister. Stimmt. Ich habe auch Geschwister. Da bin ich auch sehr wohl froh drüber. Königreich von Valut. Schritte in der Asche. Ich wollte ja schon immer mal nach Ashra. Wir sind hier auf Valutaboden. Mal zurückgehen? Weltkarte öffnen? Nein, okay. Wir mögen keine Gäste. Ah, komm schon, Clive. Das Schloss dort sieht doch sehr einladend aus. Wollen wir die Gastfreundschaft seiner Bewohner testen? Wir sind bisher noch, außer auf Martha, noch niemanden gestoßen, der sehr gastfreundlich war. Und Sid, aber Sid hat eher uns gefunden als wir Sid. Findest du es immer noch so einladend, Gav? Meine Güte, was für ein gottverlassener Ort. Wolf da. Es war der Wolf da, nun ist der Wolf weg. Hier liegt Blut, schwarzes Blut. Haben wir eigentlich... Fähigkeitenpunkte noch? 6000! Ui, das lohnt sich. Dann würde ich gerne das hier verbessern. Den Windschlag.
Schockwelle und Gewitter. Ja, dann lass uns erstmal die Zweige fertig machen. Ihr habt mal alles, ne? Ja. ...620, das passt mal auch noch. Schön. Ein besseres Schwert? Nee. Okay. Oh no. Da kriegen wir wieder ein paar aufs Maul. Was haben wir hier oben? Das? Ich wusste ja, hier ist was faul. Erst wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ich glaube nicht, dass die Einwohner mehr Glück hatten. Ja gut, das war ein bisschen... übertrieben. Von diesem Wald gekommen, ne? Ja. Von hier kamen wir. Liegt nichts Spannendes mehr? Ja, auch nicht. Lass uns weiterziehen. Oh Gott. Wenn dir der geröstete Panda nicht schmeckt, lass liegen. War hier noch was Spannendes? Eine Bank? Geht's nach da weiter? Geht's nach da weiter? Geht's nach hier weiter? Hier geht's weiter, ne? Schau mal, was hier ist. Oh, 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 oh. Eine Truhe. Wie, die lohnt sich nicht. Ein Bernstein. Bernd der Stein. Ist auch noch eine Truhe. Okay, mehr gibt's hier nicht. Dann verlassen wir die Ortschaft wieder. Mir ist es hier eh zu voll. Das könnte etwas dauern. Nehmen erstmal die großen auseinander.
Im Auge des Wirbelsturms. Sag mal. Excellento. Kein Damage genommen. Aber ein paar Schellen ausgeteilt. Wir haben das doch am liebsten. Und wir wissen, gibt es gar keine Überlebenden? Die mögen hier wohl tatsächlich keine Gäste, Clive. Sie hätten den roten Teppich für uns ausgerollt. Ist das Stone hier da vorne? Oh no. Ich glaube, wir werden erwartet. Scheint, als hätte Ultima Ashra fest in der Hand. Friedensboten sind das nicht. Warnen wir besser die anderen. Nein, mein Onkel überwacht die Küste. Er weiß genau, wie man ungeladene Gäste empfängt. Unser Ziel ist Drachengrat. Und davon trennt uns noch ein weiter Weg. Also weiter, nach Stonehir. Gut, dann mal los. Lassen wir die geifernden Horden nicht unnötig warten. Fällt ja schon überhaupt nicht. Diese Festung ist so alt wie das Phönixtor. Vielleicht älter. Sie mag noch Antworten zu Ultimas Geheimnissen bergen. Und wenn wir ihn bezwingen wollen, muss ich sie finden. In Ordnung. Sieh dich ja vor. Natürlich. Immer. Machst du dir keine Sorgen? Wollen wir nicht zusammenbleiben? Oder etwas passieren könnte? Natürlich. Immer. Wir schwarz als Krippe auch ziemlich lang gezögert. Ich glaube, Joshua verfolgt auch noch andere Pläne. Vivians Karte ist so alt, ich konnte darauf kaum was entziffern. Aber ich glaube, wir sind in der Nähe eines Dorfs namens Aestla. Dann lass uns hingehen. Vielleicht finden wir dort noch Menschen. Erstmal im Krimkessel. Na, ich bin lieber bei Joshua geblieben. Doch zusammen noch Ultimas Vergangenheit forschen können. Boah, hier stinkt's ja wie ein Morbol aus dem Maul. Aber der Gestank dürfte wohl unsere geringste Sorge sein. Ich befürchte auch. Das wird nicht einfach. Hey, komm mal da runter. Oh no. Das ist eine Schildkröte. Komm, wir machen einmal Wirbelsturm.
Nee, weg, 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 weg. Ich glaube, ich sollte... Es war daneben gesprungen. Ich glaube, ich muss vorne hin, ne? Jetzt können wir keinen Damage machen. Ja, das war scheiße. Fängt ja schon super an heute. Wollte ich nicht. Trotzt hier schon wieder. Gebrochen? Auch eine Krabbe. Sind da noch zwei. Ach so. Und das war ja der. Really? Hüpf! Hüpf! Flieg, mein Vögelchen! Noch eine Schildkröte! Ich sollte zurück. Nein, 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 nein. Yeah.
Ja, wir wären besser gefahren, wenn man der zweite Schildkröte aus dem Weg gegangen wäre. Nö, jetzt reicht es. Links rum. Gebrochen. Gibt auch im Sumpf gar nichts mehr. Wir wundern uns, warum das Dorf ausgestorben ist, in dem wir vorhin waren. Oh no, das ist schon wieder so ein Schwabbel. Ein Schwabbelpudding. Blauschwamm. Ja, ich wollte gerade sagen, viel Damage werden wir wohl nicht gemacht haben. Den nochmal machen? Oh no, oh no, oh no. Sonst was Blaues. Noch ein Plausch. Ah, Leute. Nein, no, 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 no.
Ich hätte mich vielleicht nochmal mit Heiltränken eindecken sollen. Euer Ernst? Ganz von vorne? Das Dorf auch noch mal. Eben die Feinde hier jetzt wieder? Ich glaube nicht, ne? Es wirkt sehr verlassen. Habe ich denn die richtige Richtung? Können wir einmal. Okay, hier sind schon mal alle weg. Ich habe das Tor geöffnet. Krähen. Ficken sich die Reste. Ich habe schon gar nicht mehr drin, vorne durch eine Höhle gelaufen zu sein. Ah doch, hier hat Joshua uns verlassen. Und hier hatten wir ordentlich ausgeteilt. Und ordentlich aufs Maul bekommen. Okay. Ich dachte, die Feinde leben jetzt alle wieder. Wird übersehen. Das ist jetzt neu aufgeploppt. Direkt da machen. Ich komm nicht weg, ich komm nicht weg, ich komm nicht weg! Auf ihn! Auf ihn! Ah, okay, jetzt haben wir Heiltränke voll. Warum haben wir jetzt Heiltränke voll? Weil wir gestorben sind? Ist da noch so ein Schwamm? Guck
kommen die ganzen Schwämme her. Auf ihn! Gebrochen. Jetzt mit allem drauf, was ihr habt. Das war's. Ist hinüber. Okay, der Sumpf ist auch wieder sauber. Ich gucke mir noch einmal um. Sehr schön. Keine Fehler. Zu früh gefreut. Und jetzt mit allem, was ihr habt, Leute. Ich hab nicht mehr viel. Dann kann man den schon mal wieder einsetzen. Und dann einmal den Wirbelwind. Ah, zu langsam. Wenn sie es gebrochen haben. Easy peasy. Hier kommen wir gar nicht durch. Warum kommen wir hier nicht durch? Kommen wir hier lang? Ja. Ah, Brücke. Bei Odins Bart. Nicht runtergucken, Torgal. Oh, ein Wasserfall. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Ich liebe Wasserfälle, die haben was Respekteinflößendes. Das ist eine Truhe. Mein schäles Auge sieht eine Truhe. Ist hier auch noch was? Nein. Dann klopfen wir einmal freundlich an. Sieht aber auch verlassen aus. Denkst du, was ich denke? Ich fürchte schon. Akasische. Verdammt, alle verwandelt. Die sind nicht mehr zu retten. Dann
bleibt uns nur eins. Keine Gnade, Gav! Keine Gnade! Manchmal kann der Tod auch eine Hilfe sein. Ich würde sagen, neue Gegner nähern sich. Warum so unentspannt, Clive? Dahin. Ich helf dir mal. Und noch eine Gegnerwelle? Und noch eine Gegnerwelle? Was ruft der? Skorbut? Oh, der hat gesessen. So ein bisschen overlevelt. In alle Stufe 36. Ist der Dorfvogt? Betsy zuerst. Jawohl, der ist hinüber.
Ja, das, durch das wir erst so viele Nebenmissionen gemacht haben. Nanu, ist das Dorf schon ausgestorben? Mehr Gegner gibt's hier nicht? Gav. Zu früh gefreut, oder? Noch mehr Akasische. Oh, was? Du schon wieder. Was zur Hölle willst du hier, Odin? Du gehst nach Stonhir? Gut. Mein Herr wird dich dort erwarten. Doch in dieser Form kann ich dir nicht erlauben, vor ihn zu treten. Und was tust du, wenn ich's doch mache? Nun, das hier! Mich wieder zerteilen! Was hast du getan? Eingeschlossen hat er uns. Den Weg zu öffnen, muss er nur darum bitten. Dann werde ich dafür sorgen, dass er den Vorstellungen meines Herrn gerecht wird. Scheiße! Nein! Du, Clive, würdest du mir bitte sagen, was hier los ist, verdammt? Ich werde nicht mehr. Ja. Das versuchen wir also am besten nicht. Also zur Audienz mit dem König. Ifrit. Ich darum bitte. Dann werde ich genau das tun. Deine Entschlossenheit in allen Ehren, aber wir wissen nicht mal, wohin er abgeschwirrt ist. Also, lass uns tief durchatmen und kurz nachdenken, ja? Ist gut. Vielleicht finden wir hier was Brauchbares. Okay, dafür müssen wir uns in Ifrit verwandeln. Durchsuche das Dorf. Dachte, wir hätten alle erledigt. Ja, ich auch. Ja, ich weiß, dass es nach vorne weitergeht. Geht's gleich weiter? Verschaue ich mich aber noch mal kurz um.
So viel Zeit muss sein. Hier sollen wir also nicht lang gehen. Aber wo willst du uns dann haben? Ja, das wissen wir doch schon. Ist hier wer? Hier wird niemand sein. Okay, die Tür können wir öffnen. Hier doch eine Ratte. Was denn hier? Reisen in Valistia. Zu jeder Jahreszeit tummeln sich in den Straßen die Scharseers von morgens bis abends Reisende aus aller Herren Länder. Die Gasthäuser und Herbergen der Stadt quellen förmlich über vor Händlern, Seefahrern, Reisenden und Kaufmännern jeglicher Art. Wo immer solcherlei Volk zusammenkommt und das Bier in Strömen fließt, da lassen Gerüchte und Hörensagen nie lange auf sich warten. Zum ersten Mal habe ich von den schillernden Inseln im Gespräch mit einem wettergegerbten Steuermann gehört. Angeblich soll sie bisweilen aus den Nebeln an einen gewissen, vielbefahrenen Seeweg erscheinen. Niemand hat sie je öfter als ein einziges Mal erblickt, weshalb sie gemeinhin für ein Trugbild gehalten wird. Und ein unheilversprechendes noch dazu. Wer die Inseln zweimal sieht, den lässt die See nicht mehr nach Haus, brummte mir der alte Haudegen mit einem makabrischen Grinsen in den Augen zu. Doch wohl nicht von unserem Onkel die Rede? Was haben wir hier oben? Grandiose Aussicht. Hier ist niemand mehr, Clive. Na gut, dann lass uns woanders suchen. Notrolle. Ah, okay, hier ist die Leiter. Alternativroute. Geronimo! Ist bestimmt zu? Ja. Okay, von hier sind wir gekommen. Jetzt sind wir einmal rum, ne? Wir müssen aber überstürzt aufgebrochen sein. Wenn hier noch das Gemüse auf dem Tisch liegt. Ja. Haben wir oben schon geguckt? Ja, hier geht's. Hauptstory technisch weiter.
mal hinein in die gute Stube. Da versteckt sich doch jemand im Fass. Nein, nicht. Bitte nicht. Hallo? Hey, ruhig, ruhig. Ein einzelner Überlebender. Sie chillt sehr ähnlich. Mein Herr, ich danke euch. Warum ist sie nicht verwandelt? Ada, ich kann sie nicht auswählen. Auch wenn es schwer fällt, aber was ist hier passiert? Es fing an, als der Himmel sich wandelte. Die Alten nannten es die Arke. Einer nach dem anderen wurden sie verrückt, manisch durch den Äther, bis nur noch ich da war. Und ich in meinem Zustand allein. Und als die Soldaten kamen, ich wusste einfach nicht weiter. Und diese Arke ist... Nur eine Geschichte, die Großeltern ungezogenen Kindern erzählt haben. Über dunkle Himmel, die erscheinen, wenn unsere letzten Tage anbrechen. Das Ende der Welt. Die anderen wurden verrückt. Aber wo sind sie alle? Sie sind alle fort. Nach Osten, zum Turm. Draumur, die Ältesten, der Heiler, der Schmied. Mein Ehemann. Denkst du, er steckt dahinter? Natürlich. Nur er hat diese Macht. Genau wie in Canva. Du hast es doch selbst gesehen, Gav. Aber was ist mit ihr? Wieso ist sie nicht durchgedreht? Vielleicht wegen des Kindes? Es könnte sie vom Äther schützen. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Du meinst, es ist ein Träger? Durch Ultimas Magie macht es bald keinen Unterschied mehr. Die Zeit wird knapp. Im Turm. Dort finden wir den König. Ich wusste es. Genau wie am Phönixtor. Das heißt, am Ende dieser Stufen finde ich... Eine Tür.
Das Wandbild. Es ist intakt. Ultima und sein Leib Ifrit. Garuda, Ramu, Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Sogar der mythische Leviathan. Doch... wo ist der Phönix? Er ist der Phönix, oder? Beim Begründer. Joshua ist Ifrit? Ultima. Joshua ist Ultima. Er hat Ultima in sich. Das willst du also. Nicht wahr, Ultima? No, müssen wir Joshua am Ende töten? Du willst wirklich ohne mich gehen? Sei vernünftig. Jemand muss bei Edda bleiben. Aber... ich muss das alleine machen. Falls ich nicht wiederkomme, müsst ihr mit Joshua zurück auf die Enterprise. Verstanden? Ja. Hey, wehe, du beißt ins Gras. Ich habe nämlich keine Lust, der nächste Sith zu werden. Keine Sorge. Den Namen gebe ich nicht mehr her. Okay. Estlau.